Ja. Der Elevator, der leuchtet rot, was er vorher noch nicht gemacht hat. Okay. Oh shit! Wow, wow, wow. Alter Vater. Puh. Okay. Der ist ein bisschen heftiger. Versuchen wir mal nicht so häufig zu sterben. Naja, leichter gesagt, ist getan. So, dann gucken wir mal, was der Fortschritt sagt. Ich schätze mal, ich hoffe mal, dass der Fortschritt jetzt so weit ist, dass wir die drei Pumpen aktiviert haben. Und da oben ist auch noch was, ne? Wow. Ah, Moment. Geht's hier runter? Naja, jetzt sieht's aus, es ging jetzt nur in den Tod, wenn man hier runterfällt. So. Ja, der Aufdruck, der leuchtet. Das ist ja schon mal ganz gut. So, habe ich hier irgendwas, was explodiert? Nicht wirklich. Doch, hier. Kleines Willkommenspaket hier. Und Dette. Sag mal. Okay, dann sollte ich mich hier schnell verziehen. Sowas hier. Das würde ich ganz gerne noch verpassen. Wo haben wir ihn? Pam, Junge. Zischerpionier. Aha. Ein neuer Gegner. Schwere Rüstung. Ja, die schwere Gegner halt. Ah, hier können wir, den könnten wir benutzen. Aber, warte mal, ich habe hier noch keine Möglichkeit, also noch keine Möglichkeit gefunden, hier den Raum zu fixieren. Was haben wir denn hier? Kommen auf jeden Fall nicht rein. Ah. Verstopfungsbeschwerde. Was ist jetzt wieder? Genau. Jetzt müssen wir noch die Transformatoren. Ich höre ja doch so ein Hiss. Ist auffällig hier. Naja, geil. Was soll ich sagen? So, der Aufzug funktioniert. Dann kommen wir wahrscheinlich jetzt wieder in den in dieses Rondell rein. Aber ist okay. Da würde ich ja sowieso lang. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen Aufzug wieder hergestellt. Huch. Bin dabei. Noch mehr?
Wow. Wow. Hui, hui, hui. So, war's das? Was sagt unsere Freundin? Hat die überlebt oder ist sie dead? Ich glaube, die ist dead, ne? Oder hat die sich irgendwo hingestellt? Mist. Okay. Das war unerwartet heftig. Naja, also dann. Ah, doof. Ach, wir haben wieder. Wir könnten. Ein paar. Ah, okay, es reicht nicht ganz. Für die Aufwertung hier fehlen uns noch ein paar Tannen. Aber gut, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier in den NTC-Kontrollbereich reinkommen. So, das wäre dann hier lang. Hier ist der Elevator und hier. Ja, eigentlich, ja, oder? Was passiert denn hier? Was war hier nochmal? Ja, gut, das sieht richtig aus. Hier habe ich ja jetzt. Genau. Ich habe jetzt verstanden. So, ja, genau. Jetzt haben wir die Türme wieder aufgekriegt. It's fried up. You need to fix it before the old Twig Man's inside the blood has a seed. Okay, Was ist hier? Gegner. Komm her. Nein, verdammte Hacke. Boah, das hat mich 1000 gekostet. Wie ätzend. Na komm halt.
Das lesen wir dann gleich durch, wenn wir hier durch sind. Wow. Mach noch mal. Mach noch mal, Junge. Boom. Schade. Nicht getroffen, aber... Okay. Ah, hier haben wir einen Schalterraum. Zack. Gucken wir mal rein. Was haben wir hier? Okay, Kranzbereich Überrest. Das ist gut. So, haben wir hier im Raum irgendwas Interessantes? Any points of interest? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Hier, kommt man hier irgendwie rein? Hier sind auf jeden Fall noch so Schlüssel. Ah, okay. Sind wir jetzt irgendeine Tür? Ah, okay, diese Tür ist aufgegangen. Okay, welche Tür ist jetzt aufgegangen? Okay, kann man vorüber klettern. Eigentlich so kompliziert. Grenzbruch überrest. Sehr gut. Jetzt die Frage, was fehlt denn hier noch? Hier unten vielleicht? Ja, hier unten noch. Okay, gut. Hier, alles klar. Gut. So, hier haben wir jetzt alle Türen aufgemacht. Gab es hier noch mehr? Ja, die Tür da, die ist jetzt... die ist jetzt offen, damit haben wir alles Wichtige soweit uns angeschaut. Was haben wir hier? Erinnerung an nächstes Spiel. Das sieht inoffiziell aus. Können wir gerade mal reingucken. Mission. Also. Aha. Jesse erfährt von einem weiteren Objekt gemacht, einem Tresor auf dem Trainingshinderniskurs. Haben wir den jetzt vielleicht in unseren Sammelobjekten drin, weil irgendwie habe ich das noch nicht gelesen. Den machen wir aber erstmal zu Ende hier, die direktionale Überbrückung. Aber vorher checke ich nochmal kurz, was wir hier haben. Aha, Forschung, Tests, Heimtresor. Nutzung paranatürlicher Elemente, Munitions-
Munitionstestung an ODM-22, auch bekannt als Heimtresor. Von Emily Pope im Auftrag von Helen Marshall, der Einsatzleitung. Das Objekt der Macht, Tresor, kann mittels Objekten oder Materialien aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Weitere Informationen in Fallakte ODM-22. Ranger der Behörde erhielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen ein an dieses Objekt gebundene Paraudilitarier einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. Irgendwer und Hochgeschwindigkeitsmunition wurden mit Ergebnissen getestet. Tests werden nach weitergeführt. Das Objekt der Macht Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch in Kampfeinsätzen. Para-Utilitariern zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen, könnte ein Vorteil sein, über den sich es sich nachzudenken lohnt. Vollständiger Bericht in Akte irgendwas. Okay. So. Erinnerung, nächstes Spiel. Nächstes Spiel findet am Mittwoch um 8 Uhr an der üblichen Stelle statt. Hazard schuld mit 20. Arish, immer noch bei seiner verdammten Siegesserie, kann man jemanden rausfinden, wie der bescheißt. Thompson setzt ein Spiel aus, wegen eines nicht ganz koscheren Vorfalls beim Ausgeben. Guy, Schuldschein von 60 Euro. Ich hatte das letzte Mal Bier mitgebracht. Da ist dieses Mal Hepsons Stall dran. Ramis. Verstopfungsbeschwerde. Ah ja, genau. Haben wir schon soweit erledigt. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal durchgehen. Hochofenforschung. Das ist das Tonband, das wir gehört haben. Genau, damit haben wir eigentlich alles. So, dann gehen wir mal zurück in den Kontrollraum. Hier durch. Aha. Komm her, kleiner Pimpi. Mach dich fertig. Alter! Sag mal! Wo ist? Ich höre ja doch noch eine Knifte. Alter. So, den reinigen wir auch den Ort. Sorgen dafür als Direktorin, dass die Barriere zwischen Astralebene und der Realität wieder ein Stückchen mehr aufgehoben wird. To protect them. Forces contain a lockdown. Only be lifted by a directorial override. Okay. This is what we came here to do. Richtig. Machen wir das mal. Wir haben wahrscheinlich einen neuen Eintrag von Trench. Nice. That's it. The other sector should be open now. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. Was? Warte mal, hier kam gerade. Ach so, das war. Okay. Ja, dieses komische Zeichen, das kam. Das hat man manchmal, wenn man auf irgendwas guckt. Aber ich glaube, das war jetzt einfach nur. Ein kleiner Hinweis, dass wir nochmal mit Emily Pope reden sollten. Und jetzt bin ich echt mal interessant, was sie sagt, der Emily gegenüber, weil wenn sie meint, naja, es wird Zeit, dass ihr euch bald kennenlernt, dann ist es vielleicht doch so eine Sache mit die vierte Wand zu durchbrechen. Sektor Elevator, genau. Ja, okay, den haben wir jetzt hier. Ach Moment, wie viel haben wir? Wir haben jetzt 12.000, da will ich noch eben eine Verbesserung durchführen mit unserer Waffe. Ach
Industriestrahlwerkstatt. Dann machen wir hier. Dreh erstellen. Dreh ist auch nicht verkehrt, aber ich möchte die erstmal verbessern. Waffenform aufgewertet. Okay, gut. Das heißt, dass ich. Warte mal. Dass ich hier. Guck mal, hier kann ich noch was weiteres hinzufügen. Und zwar eine weitere Eigenschaft: Waffenrüstungsschaden. Das ist. Den. Dann hätten wir hier noch. Was ist das hier? Mehr Schaden einfach. Und den hätte ich auch gerne hier beim Schmetterer. Mehr Schaden. Da fehlt mir gerade so ein klein bisschen immer an Schaden. Ja, nehmen wir den hier. Und hier. Was machen wir hier? Munitionsrückgewinnung. Schub bei Tötungsserie. Vielleicht den eher. Schub bei niedrigem Leben. Geschossstreuung minus 6%. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt haben will. Vielleicht will ich ja eine Streuung haben. Schadensschub. Ja, meinetwegen. Ja, ist okay. Dann haben wir das so. Sammlerobjekte, Hotline, genau, das können wir uns mal anhören. Ein Hotline-Eintrag. So much is expected from the director. The responsibility, the privilege to steer the Bureau into dangerous waters and safely out again. To inspire and lead its people, to protect them. The board is there to advise you, but they want things in return. You hold all this in your old, trembling hands. I had to lose everything before I could see the Bureau is the director's life. There's no room for anything else. If the forces contained here escaped, we'd be dragged back into an age of superstition, terror, death. Assuming you think we ever really left that behind. Any emergency, any major containment breach, and the lockdown goes into effect. I implemented this security measure in my first years as director. I knew we were vulnerable. I'd personally seen the cost of sloppiness. I made sure the internal lockdown could only be lifted by a directorial override. Only to be used when the director is confident the sectors are safe to be opened again. This way, the director is the last line of defense. And if I screw up, it's on me. And me alone. Okay. Ich könnte eine Schnellreise machen, aber ich wollte noch mal gucken. Eigentlich wollte ich noch mal an Artis Büro vorbei. Janitor's Office hier lang. Ah, hier sind wir. Ah. Hier reinkommen. Wo ist er hin?
Hier ist aber auch ein Gegner. Und sagt Arti irgendwas? Irgendwie nicht. Kann doch nicht mit dem reden. Na gut, dann nicht. Dann können wir eigentlich wieder zurück. Dann will ich nochmal mit Emily Pope reden. Ja, das ist sogar der, die Hauptmission. Ja, machen wir mal. Danach können wir uns um den Tresor kümmern. They say the new director can launch objects up to 20 feet. Aber ich glaube, es war von der nächsten Folge, denn ich werde hier einen kleinen Schnitt machen. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.